Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Sons of the Forest mit einem Quick-Tipp Lagerfeuer/Feuerstelle. Ich will euch heute zeigen, wie ihr dieses Feuer baut, denn es hat den Vorteil, es brennt deutlich länger, was auch wichtig ist, wenn ihr euch Speisen im Topf zubereitet. Wenn das nämlich da ausgeht, sind die Ressourcen futsch, was ihr da drin hattet. Ihr alle kennt dieses einfache Lagerfeuer, ich zünde es hier mal an. Und ihr alle kennt auch das verstärkte Feuer. Das ist quasi, wenn ich jetzt hier Steine ringsherum legen würde, da hätte ich ein verstärktes Feuer. Aber ich will euch zeigen, wie ihr dieses Feuer hier baut. Dafür habe ich mir einen Stamm geschlagen und nehme das erste Viertel, halbiere es und setze es hier einfach an. Typ mal wegschicken hier. So. Das nur so als Unterlage, damit es halbwegs schick aussieht. Dann in die Stöcke. Und bauen wir hier die Stöcke drauf. Na, springt ein bisschen hin her. Ist jetzt aber eigentlich auch Bockwurst. So, zack. Eins, zwei. Zünde es an. Jetzt nehme ich mir das nächste Viertel. Teile auch dies der Länge nach. Nehme die zwei Hälften. Und wenn ich jetzt über das Lagerfeuer schaue, vielleicht sieht man, ja, man sieht das so grob. Vielleicht sieht man es auch nochmal ein bisschen besser am Unterarm. Ich fahre mal so um. Jetzt seht ihr solche Schrägen. Die müssen da erscheinen. Einfach mit der linken Maustaste. Eins, zwei. Und schon habt ihr eine prima Feuerstelle, die relativ lange hält. Ihr könnt natürlich auch, wie gewohnt, das Ganze mit Blättern unterfüttern. Und ihr könnt auch diese Feuerstelle für euren Kochtopf benutzen, um euer Wasser oder eure Le abzukochen oder eure Speisen herzustellen. Das soll es mit einem Quick-Tipp für eine Feuerstelle gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Bis demnächst. Ciao, ciao.